und damit herzlich willkommen zurück zu Folge 700 schon wieder. Ich hab da Scheiße gebaut. Ich gehe erstmal kurz schlafen. Dann erkläre ich den ganzen Spaß hier mal. Ja. Oh, mit dem Kopf zur Wand schlafe ich mal. Am liebsten einfach. Also meine lieben Freunde, der Neverguest hat Scheiße gebaut, der Neverguest hat gedacht, ey du, er hat schon 699 Folgen, er war sich da ganz sicher und aus irgendeinem mir, ich glaube eine Folge hatte ich, war kaputt gegangen, ich weiß es gerade nicht mehr warum, aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund habe ich nur 698 Folgen und der das Special, was ich schon gemacht hatte in dem Moment, war also, oh, sieht auch cool aus. War also gar kein Special, sondern war die Folge 699 und wir sind vollkommen sinnlos, also nicht sinnlos, aber wir sind einfach falsch hierher gekommen. Das tut mir jetzt natürlich furchtbar leid, aber ich kann das jetzt auch nicht ändern. Und darum, meine Freunde, wird die Folge 700 jetzt einfach diese sein. Fertig, aus, basta. Ich kann jetzt, keine Ahnung, ich kann euch das sagen. Ich könnte sagen, tut mir leid und Entschuldigung, aber im Endeffekt, ja, kann ich da nichts ändern, ne? Das ist halt so. Huh? Ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade keinen Kaffee habe und auch ganz bestimmt nicht nach dem Kommentar, ich hole mir kurz einen Kaffee, hier das folgt, sondern Kaffee holen ist schon ein paar Tage her. Ich war so verwirrt, dass ich aufhören musste mit Let's Playen in dem Moment. Das könnt ihr sicher verstehen. So, ich mache jetzt einfach mal hier so einen coolen Weg hier durch den Wald. Weil ich dir gerne hier so ein bisschen was bauen würde. So, wir machen erstmal hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum ich so komisch rede gerade. Ich habe wohl voll Bock dazu. So. Ja, also mal wieder eine neue Region. Mal schauen, was wir hier erreichen werden in der Zeit jetzt hier, wo wir hier sind. Ich habe ja Größtes vor, sage ich euch. Größtes habe ich vor. Oder auch nicht. Ich würde auf jeden Fall gerne die Region ein bisschen ausbauen. Und dazu zählt auf jeden Fall, dass ich mir hier jetzt gerne ein Zuckerrohrfeld hinbauen würde. Also so ein Zuckerrohrwald, eher gesagt. Und das sieht folgendermaßen aus. Und zwar, die Bäume bleiben so stehen und alles. Und ich würde einfach gerne... So, mal schauen. Immer so versteckte Wasserspots machen. Überall. Oder müssen nicht mal versteckt sein, einfach nur Wasserspots überall. In die wir gleich Wasser füllen werden. Und dass da dann ringsherum Zuckerrohr angebaut wird. Und sollten wir denn wirklich Zuckerrohr nötig haben, können wir dann hier reingehen in den Wald und können uns das Zuckerrohr da rausholen. Das sieht geil aus und hat auch noch einen Sinn. Besser kann es doch gar nicht laufen. So, ich will das mal ausprobieren jetzt. Und zwar holen wir uns erstmal kurz Wasser irgendwo her. Gut, dass wir genau am Meer wohnen, sonst ich wüsste ich gar nicht, wo ich das Wasser herkriegen soll. Haha, Schatzkicks. So, Moment. So, Kekse essen, Kekse essen, Kekse essen, da, da, da. Hätte hier voll Bock, hier ein bisschen Kuchen zu backen. Das ist sowieso unsere kleine, Chillwelt. Hier ist alles so gechillt aus und alles ruhig. Und, oh, das war jetzt nicht so intelligent von mir. Ist alles ein bisschen ruhiger hier und alles so friedlich. Und ja, da möchte ich gerne ein bisschen was Gechilltes hier haben. Eigentlich, dass unsere andere Welt nicht gechillt wäre, aber das hier halt noch mehr, weißt du? Und ja, so ist halt, ne? So, dann ziehe ich jetzt einmal hier Wasser einmal rein. Oh, ich glaube, ich mache das mal so. Habe ich denn hier irgendwo... Habe ich nicht, siehst du? Machen wir das erstmal so, dass der Baum hier wegfliegt. So. Ich weiß nicht, ob sich das Wetter davon alleine auflöst, deswegen mache ich mal kurz weg. Wie kommt der Block da hoch?
So, alles weg hier. So, das passt eigentlich auch schon. Dann machen wir jetzt hier einfach mal einen Brunnen hin. Moment, der kommt hier. Eine Workbench kurz hin. Und dann bauen wir da uns einen schönen Brunnen. So, klack. Klack, klack, klack. Klack. Das ist natürlich, sieht natürlich mega scheiße aus. Ich weiß nicht, ob es gut aussieht, ich hoffe es einfach mal. Oh. Ist nicht mal genug Holz, dann gehen wir kurz was holen. Ist ja kein Problem. Zur Not nehme ich auch gleich mal Stein mit, falls das Holz nicht gut aussieht. Nehmen wir gleich mal Stein mit. Es wird nie mehr sein, wie es war. Au revoir. Au revoir. So. Und da kommt jetzt Klack. Klack. Wasser rein. Da kann man jetzt auch Fackeln draufstellen. So. 1, 2, 3, 4. Ja, warum nicht, ne? Nur noch die Blümchen drum umsetzen, da, hier und da noch ein Blümchen. Und dann haben wir sonst nicht viel. Ne, sonst war's das. Und dann können wir jetzt hier anfangen, überall Wasser uns zu nehmen. So, klack, und da kommt Wasser rein. Und dann pflanzen wir hier jetzt überall Zuckerrohr an. Klack, Wasser. Und flupp. Und 1, 2, 3, 4. Und Wasser. Und flupp. Und 1, 2, 3. Und dann wollen wir mal schauen, ob das hier gut aussieht, meine Freunde. Mal schauen. Oh, das war irgendwie ein Grafikbug, aber es hat funktioniert. Warum auch nicht? Huch. Kann ja ein bisschen mehr Wasser mitnehmen. Guck mal, wie das im Eimer aussieht. Irgendwie lustig. So, und dann können wir hier auch 1, 2, 3, 4. Wie wäre es, als wenn ich da gerade Wasser reingefüllt hätte? Aber es kann natürlich sein, dass ich bekloppt werde. Wasser. Wasser. So, und dann hier, hier, hier und hier noch was. Und dann hier, hier, hier und hier. Entsprechend kann auch hier noch Wasser hin. Und hier. So. Und das wird dann einfach ausgebaut. Wasser. Wasser. Und da wird dann halt geschaut, wenn wir keinen Zucker mehr haben sollten jetzt. Hier kommt natürlich kein Wasser mehr hin. Aber hier kann auch Wasser hin. So. Und dann kann auch da noch Zuckerrohr hin. Und dann haben wir noch 4 Stück. Und das sollte eigentlich ausreichen für das hier. Genau. 1, 2, 3, 4. Super. So, man sieht schon, das wird dann hier auf jeden Fall ziemlich zuckerrohrig werden. Hier ist dann halt dieser Wasserbrunnen, wo man, also hier muss ich vielleicht nicht unbedingt Zuckerrohr hinstellen. Das kann dann auch gleich ja, woanders hin wollte ich gerade sagen, aber das ist ja noch nicht fertig. So.
Aber hier kann ja auch Wasser hin. Und da. Und dann vielleicht auch da. Vielleicht auch mal doppelt Wasser. So. Und wir gehen erstmal, obwohl wir tun noch mal ganz kurz die Fackeln ausleuchten. Weil wir sollen natürlich auch Zucker, wir wollen zwar Zuckerrohr haben, aber wir wollen noch ein bisschen Licht haben, sonst wird das hier kein gutes Ende nehmen mit uns. Und darum leuchten wir hier die Bäume noch ein bisschen aus. So. Und schon sieht man doch gleich viel mehr. So. Dann auf in die Haie. Ja, so, erstmal umsetzen währenddessen. Dann schauen wir mal, das Zuckerrohr da unten hat sich nämlich neu gebildet. Das heißt, wir können da runter gleich mal gerne das Zuckerrohr holen. Es wird nie mehr sein. Oh, es hat sich gar nicht neu gebildet, es ist einfach nur eins größer geworden. Egal, passt schon. So, ich gucke jetzt auch nicht, was Wasser, ins Wasser gefallen ist. Den stört mich wirklich gar nicht. Denn soll von mir aus da was ins Wasser gefallen sein. Das nehme ich auch noch mit. Und dann machen wir hier rein. Also irgendwie versuche ich das zumindest gerade. Hihi, cheaten. So. Lalalalalala. 25 Stück haben wir, das reicht auf jeden Fall wieder für eine ganze Ecke. Dann kann jetzt hier was hin und dann kann da was hin und dann kann hier was hin. Ist doch super. Kann auch da nochmal was hin. So, machen wir hier noch einen hin, dann kann man hier ein bisschen enger alles so richtig schön nach. Huch. Zuckerrohr aussehen. Wird schon wieder dunkel? Ne. Dachte schon, das wäre jetzt echt ein bisschen strange gewesen. So. Die Blumen können dahin. Jo. Sieben Stück haben wir noch. So. Und das Schöne ist, theoretisch müssen wir uns auch keine Gedanken über Monster machen, weil Monster durch Zuckerrohr nicht sehen können. Das heißt, wenn hier so ein richtiger Wald voller Zuckerrohr ist, dann wird hier kein Monster mehr Durchblick haben. Wir allerdings auch nicht mehr. So, und da haben wir noch eine Blume, die setzt fixt hier am Rand des Wegesrand. Und dann kommt man jetzt hier so durch, so. Hat dann hier so seinen Teich. Und dann geht es hier einmal so durch. Und das kann man ja eine ganze Ecke weiter so ziehen. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen lustig, aber momentan geht das mal anders wieder. Jo. Denn das reicht ja da erstmal. Zuckerrohr haben wir jetzt genug. Und als nächstes hätte ich gerne Felder für Kürbisse, denn wir haben auch kaum Kürbisse. Die Frage ist natürlich, hier ist alles schon ausgebaut komplett. Wo baut man Kürbisfelder an? Ich könnte mir vorstellen, dass es cool aussieht, wenn man hier so einen kleinen Kürbisgarten hinbaut.